Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Warcraft 3 Re-Reforged. Ich hoffe, ich spreche das immer richtig aus. Wir haben uns ja letztes Mal die Ork-Kampagne, also den Ork-Prolog, angeschaut. Jetzt dachte ich mir, schauen wir uns mal die Menschenkampagne an. Ich weiß allerdings nicht genau, warum der anders heißt. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich könnte es wahrscheinlich einfach in der Datei ändern, dann würde es auch da Menschen stehen anstatt Human. Aber wir schauen uns mal die Kampagne an. Ich habe es ja noch grob im Bilde, wie sie halt war. Und ich bin mal gespannt, ob die jetzt genauso ist. Ja, müssen wir jetzt genau. Müssen wir jetzt nochmal starten. So, Verteidigung von Stranbrand. Die Allianz sah sich aufgrund der jüngsten Angriffe mit im Süden Lordaerons gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Bedrohung durch die Orks abzuwenden. Hat König Terenas. Terenas, zwei der besten Paladine des Landes losgeschickt. Sein Sohn Prinz Arthas und dessen legendären Mentor Uta den Lichtbringer. Sie sollen die Orks ein für alle Mal besiegen. Da fängt das schon gut an. Ah, alle sind fleißig am Trainieren. Ah, ist auf jeden Fall schön gemacht. Auf jeden Fall hat sich der, der die Mod macht, sich sehr viel Mühe dafür gegeben. Ich will auch gar nicht wissen, wie viel Arbeit und wie viel Zeit dahinter steckt, es noch zu machen. Alleine. Wobei, er hätte ja Hilfe gehabt mit der ganzen Sprachen. Willkommen, Prinz Arthas. Meine Männer und ich fühlen uns durch euren Besuch geehrt. Nicht so förmlich, Uta. Noch bin ich nicht König. Schön, euch zu sehen. Euch auch, mein Junge. Schön, dass König Terenas euch geschickt hat. Mein Vater hofft immer noch, dass eure Geduld und Erfahrung auf mich abfärben. Ein Vater wird doch noch träumen dürfen, oder nicht? Hier ist die Lage. Unsere Späher haben bestätigt, dass ein Lager der Orks irgendwo hinter dem nächsten Hügel liegt. Wie ich vermutet hatte. Es kommt noch schlimmer. Sie sind im Begriff, das nahegelegene Dorf Stranbrat anzugreifen. Unseres Wissens nach ist das Dorf vollkommen schutzlos. Ich muss sofort auf das Lager der Orks vorrücken. Werdet ihr allein mit der Verteidigung von Stranbrat fertig? Gewiss, Uta. Seid unbesorgt. Gut. Wir treffen uns im Orklager, wenn ihr das Dorf gerettet habt. Seid vorsichtig, Arthas. Ja, ja, der gute Arthas. Der war immer ein guter Kerl. Gut. Okay. Besteht Gefahr? So, wir erkunden erstmal alles, was wir erkunden können. Da ist ein... Für die Ehre. Ach, da kommen wir gar nicht weiter höher. Hoch, okay. Verteidigung von Stranbrand. Erreiche Stranbrand so schnell wie möglich. Arthas muss überleben. Fußsoldaten sind vielseitige Kämpfer. Ja, okay. Da muss ich jetzt nicht lesen. Ein solider Plan. Ah gut, komm mal. Wir sind vielseitige Kämpfer, die für den Nahkampf ausgerüstet sind. Sie können Verteidigung einsetzen, um eigen... Gewiss. Mal, da haben wir einen Kodex. Jetzt habe ich das... Ja gut, jetzt ist die Nachricht schon weg. Tut mir halt leid. Ein solider Plan. Suche einer weiteren Kodex. Gewiss. Dann mach ich doch mal. Rekrutiere Dorfbewohner. Okay. Für die Ehre. Ich guck mal, ob ich das noch schaffe. Für die Ehre. Gewiss. Ein solider Plan. Wir gehen erstmal nach oben. Es ist eine Ehre, euch zu empfangen. Ich weiß doch gar nicht, ob das vorher auch so mit dem Emblem war. Natürlich. Willkommen in unserem Dorf. Wir kämpfen für Lordaeron. Zu den Schwertern! Ich weiß nicht, ob das... Das Licht ist meine Stärke. Vor allem finde ich es auch geil, dass die jetzt Milizsoldaten geworden sind. Anstatt ganz normale Soldaten. Ich bin hier, um zu helfen. Ich meine, das war früher so, dass die ganz normale Soldaten geworden sind. Für die Ehre. So, ich will da nochmal lang gehen.
Natürlich. Ich weiß nämlich nicht genau, was sich hier auffällt. Helft uns! Okay, wir können ihnen helfen, dann machen wir mal. Ein solider Plan. Hä? Gewiss. Das ist doch eine Falle. Es ist eine Falle. Nehmt ihnen alles ab, Männer. Schnappt euch alles von Wert. Die Schweine. Lockt mich einfach in eine Falle. Ehre. Jetzt wird gerichtet. Aber wir müssen gezielt angreifen. Ein solider Plan. Es darf auch keiner sterben. Natürlich. Geringe Auferstehung. Lebt da ein Spieler wieder. Die Gerechtigkeit wird siegen. Wäre sogar jetzt eigentlich besser gewesen. Licht verraten. Aber wir haben auch geringe Heilung gekriegt. Okay. Ein solider Plan. Gewiss. Okay. Für die Ehre. Ja, komm, natürlich. Kommen wir alle hier hoch. So, dann können wir mal alle heilen. Ein solider Plan. Und direkt weitergehen. Da ist ja keiner für gestorben die zum Glück. Deswegen können wir hier erstmal wieder hier hingehen. Also regeneriert er sich auch Sag ein wenig das selber. Zauberwort. Ne, tut er. Doch, tut er. Okay. Ich stehe für das Licht. Gewiss. Was ist mit dem kleinen Timmy? Ah, wird auch schön inszeniert. Okay. Bitte, ihr seid meine einzige Hoffnung. Eine Gruppe Knolle hat meinen kleinen Timmy entführt und zu ihrem Versteck im Wald gebracht. Bitte bringt ihn mir gesund wieder. Der arme kleine Timmy. Wir wissen alle, Ein was mit Timmy passiert. Plan. Okay, dann geht's gleich weiter. Aber klar sind wir dafür, Natürlich. Den kleinen Timmy zu retten. Gibt ja, glaube ich, bestimmt eine schöne Belohnung dafür. Gewiss. Aber wir wissen alle, was mit Timmy passiert. Natürlich. Hoffentlich. Es sei denn, es gibt hier welche, Ein die solider haben... solider Plan. Warcraft... Bitte helf mir! Ich sitze im Käfig fest! Arme kleine Timmy. Es sei denn, hier gibt es noch welche, die haben das doch gar nicht Für auf dem Schirm. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Oh, das Spiel ist aber sehr... Ja, wobei, ich lasse es jetzt in der Lautstärke. Und dann später in OBS die Liner machen. Ach, in OBS, in meinem Bearbeitungsprogramm. Ein solider Plan. Für meinen Vater, den ja, König. Ja, erstmal die Kleinen. Gewiss. Jetzt wird gerichtet. Bitte holt mich hier raus. Ja, ja, ist ja gut. Ich will nach Hause. Ja, kann ich verstehen. So, die Clown mitnehmen. Elender Kerl. Natürlich. So, die können wir mal kaputt machen dann. Okay, da Ein haben wir den kleinen Timmy. Plan. Ich mache aber nochmal die Kisten hier kaputt. Ihr da habt das Licht da auch noch was drunter. Was braucht ihr? Ach guck mal, da haben die wir einen Gerechtigkeit Mana-Tank. Wird siegen. Mich würde es jetzt aber interessieren, Für wenn wir die kaputt Vater, machen, ob König. Da auch noch was sein könnte, das wir vielleicht gebrauchen könnten. Natürlich. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Für die Ehre. Manchmal ist das ja auch so, dass in den Häusern selber auch noch was drin ist. Für meinen Ach, Vater, ja den König. Nicht. Erstmal den angreifen. Spürt so, meinen dann machen Zorn. Wir den noch kaputt. Wahrscheinlich ist jetzt hier gar nichts drunter. Gewiss. Nee, da ist nichts drunter. Für die Ehre. Gewiss. Ja, komm. Ja, komm, den machen wir jetzt auch noch kaputt. Elender Kerl. Hinterher ist das so genau der letzte. Ach, Tatsache. Natürlich. Genau der letzte. Ein solider Plan. Ich hab's erst nicht gedacht. Bin ich ehrlich. Okay, da ist alles sauber. Na gut, dann können wir jetzt hier hingehen. Für die Ehre. Den kleinen Timmy zu seiner Mutter bringen. Gewiss. Sie vermisst ihn bestimmt ganz dolle. Natürlich. Seid gesegnet, Prinz Arthas. So. Gewiss.
Hm? Gibt's kein, ich stehe für keine das Belohnung? Licht. Ach krass. Okay. Natürlich. Ja, das wird eine Belohnung geben. Anscheinend nicht. Ein solider Plan. Das ist ja doof. Ich dachte echt, es wird eine Belohnung geben. Okay. Für die Ehre. Dann halt nicht. Wie kommen wir denn jetzt aber... Wie kommen wir denn jetzt da unten hin? Okay, nicht durch den Wald auf jeden Fall. Da haben wir gar nichts, was wir kaputt machen können. Ein solider Plan. Tut mir leid, wenn ich jetzt nur so... Natürlich. ...schnell mit dem Fadenkreuz bin. Gewiss. Aber ich spiele das... Für die Ehre. ...viel gerne halt so mit, mit Steuerfallen. Hilfe! Wir werden von Banditen bestohlen! Ha, rückt eure Münzen raus, wie alle anderen vor euch. Ein also, solider so geht das Plan. Ja nicht. Diese Banditen haben mein Geschäftsbuch gestohlen. Das wird mich meinen Hof kosten. Bitte holt es aus ihrem Lager zurück. Es bedeutet uns alles. Ja, das machen für wir die auch. Ehre. Gewiss. Allerdings holen wir uns erstmal nochmal mehr Soldaten dafür. Für die Ehre. Natürlich. Und da hier auch noch so Gewiss. Ein kleines Dorf ist. Bruno. Seht, es ist Prinz Arthas. Na komm. Ein Wir kämpfen für Lordaeron. Zu den Schwertern. Okay. So, zwei Gewiss. Soldaten mehr. Ist auf jeden Fall schön zu haben. Für die Ehre. So, dann haben wir alle Soldaten, die wir sammeln können. Jetzt holen wir uns noch das Geschäftsbuch. Wie stark sind die eigentlich? Befehle? Ja, mein Lebensherr. Ich müsste lügen, ob das jetzt in der Originalkampagne genauso war. Ich meine aber, damals sind sie zu ganz normalen Soldaten, ja, mein also Fußsoldaten geworden. Ich stehe für das Licht. Hm? Okay. Natürlich. So. Ihr habt das Licht verraten. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Machen wir patrouillieren, so. Das ich bin hier, um zu helfen. Was ist das Syndikat? Ach Mist, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das ist das Syndikat, gegen das wir kämpfen. Das wusste ich gar nicht. Gewiss. Für die Ehre. Ein solider Plan. Okay. Da ist jetzt nichts. Wird gerichtet. Elender Kerl. Ja, dass der eine jetzt gestorben ist, ärgert mich jetzt schon. Natürlich. Sprecht euer letztes Gebet. Nein. Och, das gibt's doch nicht. Für die Ehre. Komm, greif ihn an. Die Gerechtigkeit wird siegen. Komm, ich sterbe alle weg. Oh, bin ich schlecht. Ein solider Plan. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Gewiss. Ich hoffe, ich kann alle wiederbeleben. Natürlich. Ah, okay. Wenigstens ein. Ein solider Plan. Ah, okay. Nee, ich habe alle wiederbeleben können. Hat mich das Ihr habt das geärgert. Licht verraten. Für meinen Vater, den König. Hat sich ja schon fast gar nicht gelohnt, da überhaupt hinzugehen. Für die Ehre. Jetzt wird gerichtet. Aber warte mal. Macht erstmal den. So. Spürt meinen Zorn. Dann machen Jetzt wir den. Wird gerichtet. Guck mal, haben wir einen Codex-Eintrag bekommen. Für die Ehre. Machen wir noch dieses Zelt. Gewiss. Natürlich. Ja, wir machen jetzt alles kaputt. Ein solider Plan. Mal geringere Rolle der Auffüllung. So, die nehmen Gewiss. Wir Gewiss. Für die Ehre. So, natürlich. Den können wir auch nochmal kaputt machen. Lass dir nichts nieder. Nichts lassen wir Elender hier Kerl.
verstehen. Wenn die schon meinen, Banditen sein zu müssen, haben sie Pech gehabt. Wir müssen mit den Konsequenzen leben. Ein solider Plan. So, können wir das Geschäftsbuch wieder abgeben. Ich habe 3 Kämpfer verloren. Das ist so ärgerlich. Vielen Dank für eure Hilfe. Bitte, nehmt dies hier. Das dürfte höchst nützlich sein. Na, was kriege ich denn dafür? Wiederherstellungstrank, okay. Das Licht ist meine Stärke. Gut, dann können wir jetzt nach oben gehen. Ein solider Plan. So, dann gehen wir mal nach oben. Natürlich. Natürlich. Weil, was haben wir denn hier rechts Gewiss. Noch? Ein solider Plan. Wahrscheinlich bin ich schon längst zu spät, um in die Stadt reinzukommen. Hä? Für die Ehre. Kehrt zurück, wenn die Glyphe der Ultra sich gefunden habt. Natürlich. Ein solider Plan. Jetzt habe ich die... Okay. Ich glaube, ich habe jetzt keine Glyphe. Ich sehe die hier auch nicht. Gewiss. Natürlich. Wir gehen einfach mal zurück. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das was bringt. Außer, dass wir halt für eventuell Zeit verschwenden. Aber ich will wissen, was da jetzt kommt. Ja, die brauchen ganz schön lange, bis sie da angekommen sind. Ah, da können sie sich wenigstens Besteht etwas Gefahr? Regenerieren. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wo diese Glyphe sein sollte. Ein solider Plan. Willkommen in unserem Dorf. Nee, das wird leider nichts. Für die Ehre. Für die Ehre. Ach komm, dann gehen wir jetzt mal zurück. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ich kann auch leider nicht machen, dass sie schneller laufen. Einziger Vorteil ist, dass sie sich ein bisschen regenerieren können dadurch, durch das ganze Gelaufe. So. Das Licht ist meine Stärke. Bin ich mal gespannt, was passiert. Okay. Wäre krass, wenn jetzt noch ein... Verdammt, der Angriff hat schon begonnen. Zu den Waffen, Brüder! Oh, erreicht es dran, bevor die Zeit streicht. Okay, wir gehen aber trotzdem mal schnell Natürlich. Hier Natürlich. Roberto, Jesse, Franco. Die Gerechtigkeit wird siegen. Okay, ich kann jetzt nichts damit anfangen. Besteht Gefahr? Ich weiß nicht, ob sich das jetzt wirklich gelohnt hat. Ich könnte jetzt nicht sagen. Vielleicht sind das so einfach so kleine Gimmicks zu den Entwicklern. Gewiss. Ein solider Plan. Okay, wir haben Stramband auf jeden Fall erreichen können. Schafft diese elenden Wichte zusammen mit den anderen fort. Ja! Er entkommt! Tötet ihn! Bewegung! Orks, zu den Waffen! Zeit zu sterben. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Jetzt würde mich auch interessieren, ob wir eigentlich zu spät gekommen wären. Zeit zu töten. Oh. Für die Ehre. Na, alle. Ich stehe für das alle Licht. Bewegt. Angriff! Und einer muss doch da oben hin. Das Dach stürzt ein! Lauft! Ich bin hier, um zu helfen.
Natürlich. Das Dach stürzt ein! Besteht Lauf! Gefahr? Oh Mann. Für die Ehre. Gewiss. Oh nein, ist einer gestorben. Das Licht ist meine Stärke. Sag das Zauberwort. Die ja, was haben wir? Geringe Heilung, okay. Befehle. Ich stehe für das Licht. Für die Horde. Okay. Können wir hier auch nochmal hingehen? Können wir uns nochmal geringe Auferstehung? Ach krass. Spürt meinen Zorn. Ja, mein Lord. Ich stehe für das Licht. Oh, guck mal, haben wir ein Level bekommen. Ah, nein, ich nein. Shit. Nein, du sollst nicht raus. Verdammt. Okay. Ich bin hier, um zu helfen. Für den Sieg! Das Dach stürzt ein! Lauft! Oh, der hält ganz schön viel aus. Gewiss. Das Dach stürzt ein! Lauft! Wieso hält er denn so viel aus? Natürlich. Das Dach stürzt ein! Lauft! Bist er sich voll? Für die Ehre. Ein solider Plan. Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, warum die gestorben sind. Warum er nicht gestorben ist. Egal. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ein paar Gefangene haben wir so rausgenommen. Aber was ist mit den anderen, die verschleppt wurden? Boah. Seid unbesorgt. Wir finden sie und bringen sie sicher nach Hause. Dass er sich sogar hinkniet dafür. Prinz Arthas, Lord Uther braucht euch sofort beim Orklager. Dass nur keine Langeweile aufkommt. Gehen wir! Ja, schön. Schön. Na gut, das war's mit der ersten Kampagne. Mit der ersten Kampagne, genau. Der ersten Folge der Menschenkampagne. Sagen wir, sehen uns dann in der zweiten Folge wieder. Bis dahin viel Spaß beim selber spielen und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, Leute, gehabt euch wohl. Tschüss.